Wir beginnen im Sitzen. Finde eine bequeme Position, gerne im Schneidersitz oder im Fersensitz. Und schließ nochmal für einen Moment deine Augen. Schenk dir 3 tiefe Atemzüge, um anzukommen. Entspann deine Schultern. Lass die Gesichtszüge weich werden. Lass den Kiefer los und auch den Punkt zwischen den Augenbrauen vollkommen relaxed. Und dann von hier aus, lass die Augen geschlossen und beginne halbe Kreise mit deinem Kopf über vorne zu zeichnen. Kreis den Kopf ganz genüsslich, von links nach rechts, von rechts nach links und erlaube deinem Kopf hier wirklich ganz schwer zu werden. Die Augen sind nach wie vor geschlossen, die Wangen sind ganz weich. Kreise in deinem Tempo. Und dann ganz allmählich mach die Kreise über hinten. Mach hier wieder ganz genüsslich von einer zur anderen Seite. Lass die Schultern nach wie vor vollkommen los, die Hände entspannt auf deinen Knien liegen. Erde dich über die Sitzbeinhöcker in den Boden. Wunderbar. Und dann ganz allmählich pendel dich auch hier wieder ein und öffne sanft deine Augen. Mit deiner nächsten Einatmung bring die Arme kraftvoll über beide Seiten nach oben. Mit der Ausatmung bring die rechte Hand zum Boden. Zieh den linken Arm lang rüber zur rechten Seite. Spür die Länge in deiner linken Flanke. Lass die rechte Schulter los, weit weg vom rechten Ohr. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte, heb die Arme. Ausatmen, wechsel die Seiten. Linke Hand zum Boden, rechter Arm zieht lang rüber zur linken Seite. Und dann spür hier die Dehnung in deiner rechten Flanke. Entspann die linke Schulter weit weg vom linken Ohr. Nächste Einatmung, komm zurück zur Mitte. Aus, verschränk die Hände hinterm unteren Rücken. Zieh die Faust nach hinten, öffne dich, heb den Blick und mit der Ausatmung lehn dich nach vorn, zieh die Faust nach vorne Richtung Kopf. Nächste Einatmung, komm direkt zurück, Oberkörper heben und Ausatmung, löse auf und komm in den Vierfüßlerstand. Die Hände stehen direkt unter den Schultern, die Knie sind hüftbreit, stell die Zehen auf. Mit deiner nächsten Einatmung komm ins Hohlkreuz und mit der Ausatmung komm in den Katzenbuckel, mach den Rücken ganz, ganz rund. Genau. Mit der nächsten Einatmung genüsslich in dein Hohlkreuz, Blick und Herz heben und Ausatmung, mach dich rund, schieb den Boden richtig weg. Noch einmal so, Einatmung, Hohlkreuz. Und ausatmen, Rücken maximal rund, Nabel einsaugen. Ein neutraler Vierfüßler, die Knie etwas breiter stellen, Fußrücken erden und mit der Einatmung den rechten Arm heben, öffnen. Ausatmen, fädelt zur linken Seite durch, der Blick folgt. Ein, öffnen, hol dir die Weite, hol dir den Raum. Ausatmen, durchfädeln, Blick folgt. Noch einmal, einatmen, öffnen und ausatmen, durchfädeln, diesmal ablegen. Rechte Schläfe, rechte Schulter erden, den linken Arm gerne einmal nach vorne aufstellen. Und dann vertief den Atem, spür die Länge im Rücken. Und lass die Hüftknochen auf einer Linie ausgerichtet.
der nächsten Einatmung komm langsam wieder zurück, noch einmal großzügig öffnen und mit der Ausatmung Hand aufstellen. Andere Seite, ein, links heben, ausatmen, durchfädeln, Blick folgt. Ein, öffnen, hol dir die Weite, genieß den Raum, Ausatmung, fädel durch, der Blick folgt. Letztes Mal so, mit der Einatmung öffnen und ausatmen, durchfädeln, ablegen, linke Schläfe, linke Schulter erden, gern den rechten Arm einmal nach vorne ausstrecken. Atem tiefer werden lassen und die Dehnung genießen. Wunderbar. Mit deiner nächsten Einatmung komm langsam wieder zurück. Einmal öffnen und ausatmen in Ausgangsposition Vierfüßler. Von hier aus stülp die Füße um, heb die Knie und schieb dich in deinen ersten herabschauenden Hund. Richte dich hier gut ein, mach gerne den Schritt so ein bisschen größer. Schau mal, dass es sich für dich richtig gut und angenehm anfühlt. Und dann mach die Bewegung, die jetzt intuitiv kommt. Lauf auf der Stelle, schieb die Fersen abwechselnd Richtung Boden. Schau nach links, schau nach rechts oder bleib ganz statisch. Mach es zu deiner Yoga-Asana. Dann atme ein hier. Und mit der Ausatmung komm an den Anfang der Matte. Mit der Einatmung komm in die halbe Vorbeuge, langer Rücken. Ausatmung, ganze Vorbeuge, Kopf hängen lassen. Ein, richte dich auf, Arme über die Seiten heben. Und ausatmen, bring die Hände vors Herz, Berghaltung, Tadasana. Wir fließen jetzt durch eine Variante des Sonnengrußes. Mit der Einatmung heb die Arme über die Seiten nach oben, mach dich lang. Mit der Ausatmung mit gebeugten Beinen tauch ab in die ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, langer Rücken, Fingerspitzen zum Boden. Ausatmen, trete mit links zurück, Knie erden, Fußrücken dazu. Ein, heb die Arme nach oben. Ausatmen, lass dich tief sinken in deinen Ausfallschritt. Achtung, nächster ein, Hände zum Boden, Fuß umstülpen, Knie heben und ausatmen, zurücktreten, herabschauender Hund. Einatmen, roll nach vorne, schiefe Ebene. Aus, senk über die Knie am Boden ab. Einatmen, roll die Schultern zurück, heb den Oberkörper für die kleine Kobra. Aus, leg mit Länge ab. Ein, schieb dich zurück Richtung Fersen, stülp die Füße um. Und aus, Beine strecken, herabschauender Hund. Einatmen hier. Aus, rechts Schritt nach vorn, linkes Knie, linken Fußrücken erden. Ein, heb die Arme nach oben, richte dich auf. Aus, lass dich tief sinken, Ausfallschritt. Achtung, einatmen, bring die Hände zum Boden, linkes Knie heben, Fuß umstülpen und aus, trete nach vorne, ganze Vorbeuge. Ein, halbe Vorbeuge, wenn du magst, Hände auf die Schienbeine. Aus, ganze Vorbeuge, Kopf hängen lassen. Einatmen, richte dich auf, heb die Arme über die Seiten nach oben, komm in den Stand. Und mit der Ausatmung bring die Hände vors Herz, Berghaltung, Tadasana. Wunderbar. Wenn du magst, komm hier nochmal kurz einen Moment ins Sitzen. Schenk dir diesen Augenblick, um kurz nachzuspüren und um dich bei dir selbst für deine Yoga-Praxis zu bedanken. Schön, dass du dabei warst. Namaste.
So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Mini-Yoga-Einheit gefallen. Ich dachte nämlich, ich nutze heute meine Wartezeit am Flughafen mal sehr sinnvoll und ja, bringe euch direkt eine kleine Yoga-Sequenz mit. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bye bye.